Ich bin die Schwester Maria Katharina, Kreuzschwester in Lienz. Seit vielen Jahren leite ich Jungschargruppen. Meine Fastenzeit hebt sich nicht wesentlich ab von meinem alltäglichen Leben. Es sind nur zwei Dinge, die für mich prägend für die Fastenzeit sind. Das Einhalten der zwei Fasttage Aschermittwoch und Karfreitag und dass ich alljährlich Exerzitien im Alltag mache. Im täglichen Schweigen 30 Minuten im Gebet verweilen, bei einem Schriftwort kann Gott bei mir ankommen. Fasten heißt für mich bescheiden und gerecht leben. Als Franziskanerin ist mir der heilige Franziskus das große Vorbild. Mein Lebensstil ist einfach. Ich lebe bewusst und bin dankbar für alles, was mir geschenkt ist. Fasten heißt für mich zufrieden sein mit dem, was ich habe. Ich gehe einkaufen mit Korb und Zettel und kaufe nur, was ich wirklich brauche. Regionale Produkte für Hausmannskost. Fasten heißt für mich Verzicht auf Luxusartikel, auf Dinge, die mich unfrei machen würden. Fasten heißt für mich loslassen lernen. Fasten heißt für mich Gott, mir und meinen Mitmenschen Zeit schenken. Was ich jungen Menschen sagen möchte: Lebt die Fastenzeit so, dass es eine gute Zeit für euch selbst und für eure Mitmenschen ist. Schenkt auch Gott Zeit im Gebet. Eine gute Zeiteinteilung ist für euch wichtig für Arbeit, Studium, Erholung, Freizeit, Schlaf, gesundes Essen. Verzicht auf alles, was euch abhängig macht. Sucht, was euch zum Leben dient, gute Freunde, Gemeinschaft. Nach einem arbeitsreichen Tag schaltet am Abend Fernseher und Computer ab und redet oder spielt in der Familie. Haltet eure Sinne offen für die Schönheit der Natur. Mäßigt eure Wünsche und lernt Nein sagen, wenn ihr Gefahren vermutet. Liebt und schätzt euer Zuhause, eure Familie, seid zufrieden. Gestaltet euer Leben sinnvoll, sucht das Wesentliche, wählt das Richtige. Ihr seid wichtig in Staat und Kirche, wir brauchen euch. Hört in euch hinein, bewahrt euch einen gesunden Hausverstand und lernt teilen mit denen, die wenig haben. Weil Großes im Kleinen beginnt, versucht die Umwelt ein bisschen lebenswerter zu machen. Ihr könnt es, und das nicht nur in der Fastenzeit.